Willkommen zurück zu Uncharted 3. Immer noch hier mit dem Rätsel mit den Zahnrädern. Ich bin halt immer noch im Überlegen, wie... Das dürfte hier nicht reinpassen. Ich weiß nicht, wie die Symbole hier zu deuten sind. Ich finde auch keine größeren. Ich habe jetzt, glaube ich, alle hier liegen. Alle Zahnräder. Da liegt noch eins, aber auch zu klein. Da unten lag keins mehr. Und hier war auch nichts mehr. Oder die zwei hier sind vertauscht. Der hier mit dem. Nein. Oh, Drake. Oh, Drake. Hier, Moment. Du sollst es doch nicht weg... Alter. Also noch weggekickt. Das muss hier rein. Das muss da rein. Und die einzigen zwei, die wir brauchen, sind einmal das Sichelding und der Tropfen. Das dürfte jetzt, denke ich mal... Zack. Dürfte, denke ich mal, so stimmen. Wohl auch nicht. Okay, das funktioniert auch nicht. Nee, ich müsste sogar die zwei hier wieder tauschen, damit es richtig wäre, aber ich schaff's wegen den anderen zwei Symbolen nicht. Warum sind die durchgestrichen? Oder die zwei, die dazwischen sind, müssen das gleiche Symbol haben. Oh, Drake. Okay, etwas schwieriger jetzt. So, ich probiere mal beide Monde. Zudem müssen die zwei hier wieder getauscht werden, denke ich mal. Wir probieren es erstmal so. Nicht schlagen, Drake. Wir probieren es erstmal so. Danach wechsle ich die zwei großen in der Mitte wieder. Nee. So geht es wohl auch nicht. Funktioniert auch nicht. Ach so. Okay. Gut. Nee, das war jetzt mein Fehler. Entschuldigung. Also nur Zahnräder verwenden mit einem Kreuz und einem Ding. Und ich habe das... ja, ich habe die... Muster falsch gedeutet. Einfach nur. Das war mein großes Problem. Okay, Moment. Oh, Drake. Nein, Drake. Immer die falschen Tasten. Das hier muss raus. Ja, das muss auch raus. Das hat er gut gemacht. Das andere große. Okay. Nee, ja, das, ich habe das irgendwie voll verrafft mit dem Rätsel. Dass das anders da gemacht werden muss. Ja, okay. Ja, leicht verwirrend mit den... wie heißt es? Mit den ganzen... anderen Symbolen, die hier sowieso noch rumliegen. Gut, dass wir den Tipp bekommen haben, weil ich jetzt noch permanent probiert. Ich wäre, glaube ich, nie drauf gekommen, nur diese Zeichen zu nehmen. Die Richtung müsste es. Ne, ich glaube, die andere. Oh, ne. Haha, jetzt geht's. Toll. Yes.
So, Rätsel Nummer 2 auch gelöst. Öffne dich. Wunderbar. Gut, dann hätten wir die zwei Rätsel schon mal gelöst. Ah, jetzt dürfen wir wieder auf Klettertour gehen. Ah, nee. Glaube ich nicht. Sieht aus, als wäre er nur bis hier gekommen und hat dann umgedreht. Ja. Was meinst du? Ja, komm. Ah, jetzt kommt sie mit. Ja, die ist gerade eben stehen geblieben. Deswegen war die etwas zu leise dann auch beim Reden. Sieht wie ein verziertes Becken aus. Ich brauche eine Fackel. Ja. Hätte ich es auch gesagt. Stockdunkel ist. Okay. Also wir haben hier ein paar Becken. Da muss, denke ich, mal was rein. Oh. Brat mir noch einen Storch. Wow. Wie oben, so auch unten. Sully, das ist eine Art Sternenkarte. Das macht Sinn. Die Araber haben sich mit den Sternen in der Wüste orientiert, genau wie die Seefahrer auf dem Meer. Das stimmt. Man könnte doch mit diesen Sternkonstellationen die verschollene Stadt finden. Mit dem Sextanten, ja. Ich war nicht umsonst jahrelang in der Navy. Und ich dachte immer, du wolltest nur mit deiner Uniform angeben. Ach ja? Vergiss es. Hey, glaubst du, du kannst dir das merken? Ja, klar, aber wir sollten es abzeichnen, oder? Bitte, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Schaut euch das mal an. Wie überaus aufmunternd. Hört ihr das? Oh oh. Oh nein. Was ist das? Weg von den Wänden. Halt bloß die Fackel fest. Na toll. Ah, Mist. Oh nein, nein. Oh Mann. Ja toll. Lasse. Mann, das Licht macht ihm kaum etwas aus. Fiedle mit der Fackel. Ja, was mache ich? Mach ich! Wir müssen hier rauskommen! Okay, bleib nicht an mir dran! Ja, ist sie jetzt noch da? Ja, die kommt ja gar nicht. Oh, gut. Könnt alle auf dem Haufen machen, genau, und sie hält dann einmal schön drauf. Ah. Ja, okay, ich würde sagen, wir müssen raus hier. Wow. Ja, das werden aber auch nicht zwingend weniger. Ich sehe hier auch die ganze Zeit runter von der Brücke, aber ihr seht es, denke ich mal, auch ist unaufhaltsam mehr. Ja, ist schon klar, wo wir hin müssen, aber. Ah.
Ja, Moment, wie soll ich das mit solchen machen? Ich kann die Fackel werfen. Ja, kaum mache ich mal ne- Hallo, Drake. Drake, Fiek. Mann, ey. Hier ist... Ah, okay. Hier ist doch eine Fackel, Mann, neben uns. Warum... Warum geht das da noch so nah? Ja, schon klar, dass wir da hin müssen. Hallo? Ist ja nicht so, dass ich nicht weiß, dass wir hin müssen, aber die Frage ist, wie kommen wir da hin? Vorsichtig! Schießt weiter und folgt mir! Bin hinter dir, Junge! Los, weiter! Sally, ja? Weiter. Das sind sau viele. Alter, wo kommen die denn alle her? Ja. Ich glaube, hier kommen wir durch. Wir müssen die Tür öffnen. Oh. Sie steckt fest. Vielleicht kann ich sie von drüben öffnen. Halte sie damit zurück. Ich helfe Elena von hier aus. Versuche es einfach. Wie läuft's, Elena? Elena! Alles klar, Sally, ich brauch mehr Kugeln! Moment, Junge! Sally, ich brauch sie jetzt! Na los! Wie geht's voran? Ich glaube, ich habe ihn! Dann mach die Tür auf! Jederzeit, Elena! Hallo? Okay. Los. Oh, geschafft. Puh. Alter, Luft. Luft. Ich habe langsam die Schnauze voll von diesen Viechern. Halt, ihr wusstet davon? Wann hattet ihr vor, mich zu warnen? Hey. Schaut mal. Die Welt täuschte dich nicht mit Schönheit. Es ist der Traum eines Träumers. Ein Trugbild der Wüste. Bevor der Becher des Todes dich tränke. Reizend. Alles auf Englisch. Ja. Ja, das war wohl Drake. Okay, okay. Jetzt nochmal im Klartext. Drake segelt tausende Meilen auf der Suche nach diesem Atlantis der Wüste. Und als er hier ist, bringt ihn das, was er findet, dazu, umzudrehen, zurückzusegeln und seine Expedition zu verheimlichen. Genau. Aber du, du machst weiter, nicht wahr? Ja. Und wofür? Den Schatz? Sally, auf dich hört er. Halt ihn bitte auf. Ja, Sally, bitte, halt mich fest. Ihr zwei habt sie doch nicht mehr alle. Elena, komm, wir machen doch nur Spaß. Hört zu. Ihr habt gewonnen, okay? Ihr habt sie geschlagen. Ihr wisst, wo die Stadt ist. Und Marlow nicht. Wieso reicht das nicht? Okay, die Antwort auf diese Frage finden wir eventuell in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir machen hier wieder einen kleinen Schnitt und sehen uns im nächsten Part von Uncharted 3 wieder. Haut rein!